Bayer Leverkusen qualifiziert sich mit einem 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach für das Viertelfinale des DFB-Pokals. Ebenfalls in der nächsten Runde steht der SV Werder Bremen. Hielten die Hausherren das hohe Tempo der Bayer 11 mit die 49.016 Zuschauer kamen in dieser Phase voll auf ihre Kosten, ähnlich wie im Ligaspiel 8 Wochen zuvor. Als Leverkusen in 33 Minuten aus einem 0:1 ein 5:1 gemacht hatte nach der Halbzeit, machte sich mehr und mehr die intensive erste Hälfte bemerkbar. Das Spiel entwickelte sich zu einem Pokalfight. Die Fehler häuften sich auf beiden Seiten. Ein solcher Patzer leitete auch einen Konter von Leverkusen ein, der beim Anpfiff nur auf der Bank saß und erst in der 75. Minute eingewechselt wurde. Und den verletzten Kapitän Zlatko Junosovic schnürten die Gastgeber Freiburg in der eigenen Hälfte ein. Bereits die erste gelungene Offensivaktion vollendete Belfodil zur Führung. Konnte SCF-Torjäger Petersen vom Punkt verkürzen. Nach der Pause waren die Gäste wesentlich aktiver. Klare Torchancen konnten sie aber nicht verbuchen. Diskussionen gab es nach dem Abpfiff wegen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters Guido Winkelmann, überstimmte seinen Linienrichter.